So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Dieses Mal schaffen wir es, T-Bone Struck zu holen. Ich weiß es, ich glaube daran. Und deshalb legen wir einfach direkt los. Okay. Deckung. Aha, ich bin ja nicht blöd. Gut. So. Wenn wir doch nur. Okay. Sound. Was suchst du hier? Scheiße. Anvisiert. Ups. Verflucht. Alter, das Gewehr ist ja mal heftig. Vorsicht. Alter Schwede. Keine Zeit verlieren. Alter, das Gewehr geht ab wie Zäpfchen hier. Du bist tot. Hörst du mich? Das ist mein. Ihr ist auch hier. Mach Meldung. Alter, haben die einen MG oder was? Gab's nicht noch einen langsameren Truck? Warte bitte. Du hast ihn tatsächlich. Ja, ich hab ihn, aber sie sind an mir dran. Oh, Scheiße. Und was machen wir dann jetzt? Was soll denn das bitte heißen? Ich hätte nie gedacht, dass du den Scheiß-Truck wirklich kriegst. Wenn du den Truck haben willst, musst du dich schon ein bisschen anstrengen. Ja, ach, okay. Verdammt. Locke sie in die Nähe einer meiner Skulpturen. Gib mir ihn etwas von Ausricht. Umdrehen! Fahr in ihn rein, tu es! Alter, wie viel Scharfschütze haben die? Säcke. Gegen den Baum. Auf den Baum fällt. Die gehen schön aus dem Weg hier. Alte Sau. Wir haben die Sau. Führe sie an meiner Skulptur vorbei. Sie ist bereits verdrahtet. Du bist ein gefährlicher Mann. Alter, das gibt's da nicht. Das. Ah. Warum habe ich ausgerechnet jetzt so ein blöde Scharfschützengewehr gehabt? Das ist doch Kacke. Hoffentlich steigst du jetzt wenigstens da wieder ein. Ich will jetzt nicht schon wieder da die ganze Zeit wegfahren. Das ist langweilig. Steigst du da wieder ein? Komm schon. Ach Gott, ein Flugzeug. Da merkt man wieder. Ich wohne über einer Start- und Landebahn. Sind da! Oh. Wir brauchen Hilfe! Die Fragen haben die überlebt oder nicht? So. Das ist nachher am Recht. So, Leute. Okay, es klingt aber nicht besonders gut. Ah, Erhaltung für 2000. Das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um mal kurz zu gucken, wie wir eigentlich nochmal. Ja, das auch nicht. Strauss ist eine weitere vermisste Prostituierte einer vermissten. Wie wir eigentlich. Zwei Frauen wurden bereits grausam. Ah, da. Fortschritt. Sag mal, noch ein Flieger, wollt ihr mich verarschen da oben? Hört mal auf, die ganze Zeit zu fliegen, wenn ich hier aufnehme. Fähigkeiten. Hab ich vorhin was gesehen. Pyrotechniker. Vollstrecker-Takedown, das ist natürlich geil. Bedeutet, kann ich. Alter, jetzt auch noch ein Monster-Truck oder was im Hintergrund. Ich
fühle mich gerade total verarscht. So. Was interessiert mich die Tragekapazität von Sprengstoff? Jetzt mal ohne Witze. Zusatzakku 3, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja. Ja. Sonderpräzisionsfahrer. Fluchtkünstler. So ein Fluchtkünstler. Bessert ihre Fähigkeit, sich im Auto zu verstecken, wirkt auch gegen Hubschrauber. Das ist nämlich richtig geil. Offensiver Fahrer. Alter. Nee. Nee, dann tun wir doch lieber Kampf. Okay, nehmen wir das. Ich werde eh die ganze Zeit über das Sprengen verletzt. Und nehmen wir die Pyrotechniker noch mit dazu. Ja, ja komm. Aufgrund der brutalen Natur der Taten sprechen die sozialen Netzwerke mittlerweile vom Fingerfarbenmörder. Die Polizei bittet die Bürger dringend um Mithilfe bei der Suche nach Strauss und dem Täter. Nach Strauss und dem Täter. Ja, und jetzt von dem habe ich gehört. Jetzt haben wir doch das erledigt, was er wollte. Er taucht seine Hände gerne im Blut und malt dann damit. Er ist ein verdammtes Tier. Er soll hoffen, dass ich ihn nicht erwische. Der Bunker macht zu viel Lärm. Was denn für Lärm? Er ist online. Das haben einige mitbekommen. Computerkids vor allem. Aber keine Panik. Ich sorge dafür, dass sie nicht reinkommen. Sie haben uns bereits sondiert. Sondiert? Nur einer macht mir wirklich Sorgen. Sein Name ist Default und er ist ziemlich gut. Ich beobachte ihn. Sag Bescheid, wenn er Ärger macht. Na, was ist denn hier passiert? Sag mal, Leute. Hier liegt ja auf einmal alles rum. Ah, cool, geil. So. Okay, ich hab den Truck abgestellt. Verdammt, der Plan könnte wirklich aufgehen. Okay, jetzt brauchst du die Sicherheitsfreigabe, um in Blooms Headquarter zu kommen. Das ist doch ein gutes Stichwort. Schon mal ein Helikopter verfolgt? Und nein, das ist keine philosophische Frage. Meist verfolgen die mich. Was hat das mit uns zu tun? Nur eine Vorahnung. Wir reden später. Okay. Der ist ja mal witzig drauf. Alter, da muss ich ja bis in den Arsch der Welt fahren. Hochgradig paranoid. Alter, wer klingelt denn jetzt schon wieder? Das gibt's doch nicht. Nö. Wird es nicht aufgemacht? Es gibt Leute, die haben hier einfach nichts zu suchen während der Aufnahme. So. Außerdem wissen die eigentlich alle, dass ich aufnehme. Ja, ich brauche mal irgendein Fahrzeug. Das würde ich doch sagen, sieht doch noch fahrtüchtig aus. Ja. So, da haben wir ein Motorrad. Das ist auch klasse. Ja, au. Ach, immer so weit weg. Hier, nicht mal schnell reisen. Ja, mit dem Motorrad komme ich auch vorbei. Aha, au. Ich bin der König der Straßen. Gut, vielleicht der Prinz. Muhahaha. Deckung, Leute, Deckung. Verbrechen erkannt. Nein, ich muss die Mission fertig machen. Ansonsten wird die Folge wieder, was ich, über eine halbe Stunde lang. Guter Sprung schon benutzen können. Hab ich vorhin ja kurz gemerkt. Wie ihr vielleicht auch noch gesehen habt. So. Da runter. Mitten durch die Pampa. Also da kam Offroad hier. Na, Leute. Hier sind wir. Auf geht's. Jetzt brauche ich eine Sicherheitsfreigabe für das Blumen-HQ.
Was ich auch mache, Blum ist im Spiel. Da läuft doch irgendwas, und zwar weit mehr als nur das CTOS. Hoffentlich weiß T-Bone, was er da tut. Hoffen wir es auch. Okay, bin in Position. Was ist jetzt mit diesen Helikoptern? Oh, nein. Wart's erstmal ab. Los, verliere ihn nicht. So. Alter. Ohne Scheiß. Ach so, ja. Beschatten wir halt mal einen Helikopter, ne? Kann ich mich einfach in den ihre Bordkamera einklinken? Erstens blendet die Sonne, wie gesagt. Und zweitens hat man uns einen Helikopter zu verfolgen. Das ist doch eigentlich gar nicht möglich. Gibt es denn ein Ziel hier? Ja, ich will wissen, wo er hinfliegt. Und das hilft uns, weil... Weil es Routine ist. Blum ändert jeden Tag das Sicherheitsprotokoll. Und der Vogel bringt die aktuellen Anweisungen rüber nach vorne. Dann wird uns also der Helikopter direkt zum Sicherheitschef. Auch noch keiner gesehen. Mit einem Helikopter. Mit einem Bike verfolgt hat. Na gut, außer in irgendwelche Bond-Filmen oder so. Das macht Spaß. Ich meine, Beinbruch, Beinbruch. Und eine davon ist Sicherheitschef. Mit vollem Zugang. Ich kann es kaum erwarten. Erinnerst du dich an die Typen, die den Truck bewachen? Die gleiche Gang. Die Pony-Miliz besteht aus Rappern, Untergangspropheten, Regierungsgegnern und so. Typen wie mir. Die spielen also keine Spielchen. Kalte, tote Hände und mehr Mist in der Art. Also, einer von euch muss der neu ernannte Sicherheitschef sein. Wahrscheinlich habe ich den gerade über den Haufen gefahren. Ne? Das war ohne Witze. Potenzial. Einer. Und wer noch? Na komm schon. Gib mir Optionen. Aber könnte der andere sein? Ah. Okay, schalten Sie die beiden Security-Chefs und Blum aus. Das ist mehr als ein Schützenverein. Die kontrollieren den halben Park. Ist das normal in Pawnee? Nichts ist normal in Pawnee. Seit Blum angefangen hat, Geld in dieses Loch zu pumpen, ist alles noch viel schlimmer geworden. Oh shit. So. Ohne Witze. Ich hab grad gar keine Lust. Vor allem, wenn ich mich da reinschleiche, werde ich eh direkt entdeckt wahrscheinlich. Probier es da einfach mal aus. Einmal muss jeder gehen, auch wenn dein Herz zerbricht.
Scheiße, du hast sie nicht. Probieren wir den anderen. So, eine haben wir. Jetzt muss ich den anderen irgendwie noch erwischen. Dann haben wir das ja auch schon hinter uns. Wo ist der Helikopter? Wo ist der Birdflap? Heliport? Okay. So, wo schleicht der andere rum? Da. Nein! Hat nicht geklappt. Wo läuft der lang? Wo läuft der lang? Er kommt da die Straße runter. Das ist doch schon mal ein Anhaltspunkt, würde ich mal meinen. Verdammt! Er läuft natürlich nicht da lang, wo ich ihn gern hätte. Schön. Klasse. Alles sauber, ich geh da lang. Ich hab hier nichts. Weiter geht's. Oh. Sormo. Leut. Na, verfolgt immer ein bisschen den Typ da. Kameras. Den nichts zum Sprengen. Nein, du sollst in der Lage, Vogel. Das zieht sich jetzt wieder ein bisschen so, wie es aussieht. Ja. Lauf ein bisschen näher daneben lang, komm schon. Verdammt, nein! Ich flieg gleich in die Luft! So. Töten sie alle Milizmitglieder oder fliehen sie? Ich meine, da ich nicht gesucht werde, dann würde ich sagen, gehen wir, ne? So. Haben wir geschafft. Autsch, autsch, autsch. Und da wir es geschafft haben, sage ich, war's das für dieses Mal. Dann sage ich wie immer, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal.